Oberbürgermeister, was hat Sie an dieser Studie am meisten überrascht? Ja, zunächst mal muss man ja sagen, es war völlig klar, dass Fortuna ein absolutes sportliches Aushängeschild für die Stadt Düsseldorf ist. Fortuna ist ein emotionaler Faktor in der Stadt. Fortuna engagiert sich im sozialen Bereich herausragend. Aber dass Fortuna auch ein echter Wirtschaftsfaktor in der Stadt ist, das haben wir vielleicht geahnt, aber wir haben es nie so genau gewusst. Und das wissen wir jetzt. Jetzt gibt es tatsächlich konkrete Zahlen der positiven Effekte von Fortuna für den Wirtschaftsstandort Düsseldorf. 130 Millionen stehen hier zu Buche. Und das ist eine gute Nachricht. Das ist wichtig, dass das auch tatsächlich mal systematisch erhoben worden ist. Das zeigt, Fortuna ist eben nicht nur ein Sportverein und nicht nur mit viel Emotion verbunden, sondern auch ein ganz knallharter wirtschaftlicher Faktor zugunsten der Stadt Düsseldorf. Welche sind die wichtigsten Kennzahlen? Also zunächst mal, dass wir in ganz verschiedenen Bereichen positive Effekte erzielen für die Stadt und für die Region und dass sie sich auf 130 Millionen Euro aufsummieren, das pro Jahr wohlgemerkt, und dass es auch in der zweiten Liga nicht wesentlich weniger ist. Das ist auch eine ganz bemerkenswerte Erkenntnis gewesen, und das sind Bereiche, die von Steuern über Image-Effekte, Gastronomie- oder Hotellerie-Effekte geht, also eine ganze Breite an Effekten, die wir erzielen, und das ist eben wichtig für uns, das zu wissen, und für die Partner eben auch einzuschätzen, was wir liefern können. Kann man ungefähr beziffern, selbst wenn nicht jeder Verein bei Ihnen eine Studie hat machen lassen, wo Fortuna so im bundesweiten Ranking steht? Unter den ersten 30% im Ranking der Bundesliga. Und das ist erstaunlich, auch jetzt noch, wie gesagt. Wir haben ca. 8 Vereine, die im selben Niveau sind. Nehmen wir mal Bayern München, Dortmund weg. Aber dann sind sie ganz mit vorne dran. Und zwar vor allem auch im Bereich der Leistungen CSR, Soziales. Das ist hervorragend. Klaus, eine Studie mit beeindruckenden Zahlen aus Sicht von Fortuna Düsseldorf. Was an dieser Studie hat dich am meisten gefreut oder auch überrascht? Also erstmal war es eine Studie, die überfällig war. Ich glaube, zum ersten Mal sieht man es schwarz auf weiß, welche Bedeutung die Fortuna für diese Stadt hat. Und das ist erstmal eine tolle Sache. Ja, und was mich überrascht hat, ist natürlich der unmittelbare Vergleich mit den Großen dieser Stadt, mit den Toten Hosen zum Beispiel. Dass wir da den Rang vor den Toten Hosen eingenommen haben, noch vor der Königsallee dort genannt worden sind, was die Bedeutung für die Stadt Düsseldorf angeht oder was die Bekanntheit angeht. Das war für mich persönlich war das eine kleine Überraschung, aber je mehr ich darüber nachdenke, eigentlich auch schön. Letzte Frage. Wir müssen das sportlich hinkriegen, natürlich. Aber wünschst du dir auch noch andere Dinge, die dabei helfen könnten? Ja, also ich glaube, es ist nicht der Moment oder die Situation verlangt das auch gar nicht, dort jetzt zu meckern. Ich glaube, dass wir jetzt gerade auch in den letzten Monaten, insbesondere auch in der Zusammenarbeit mit Dr. Keller als Oberbürgermeister, dass wir da spüren, dass wir ein offenes Ohr dort finden, dass viele Dinge eben diskutiert werden können. Aber insgesamt ist es richtig, glaube ich, unterstreicht diese Studie eben auch, dass es nicht nur was Gefühltes ist, dass man sagt, ja, man muss der Fortuna helfen, sondern dass es auch einen wirtschaftlichen Hintergrund hat. Und ich glaube, dem müssen, glaube ich, alle Beteiligten gerecht werden. Das heißt also, dass wir eben auch diese Unterstützung bekommen und dass in der Vergangenheit viele Dinge, ich denke da nur mal Infrastruktur bei der Fortuna, die unbedingt angepackt werden muss, wo wir schnell Dinge verändern müssen, dass wir solche Themen eben doch sehr schnell eben behandeln können und gemeinsam behandeln können. Das wäre mein Wunsch, eben auch als Ergebnis dieser Studie.